Naja, ich bin Gerrit Staatzewski, 27 Jahre jung und arbeite halt als Fotograf. Seitdem ich halt Kind bin, habe ich halt immer schon gerne fotografiert und halt schöne Momente halt mit der Kamera festgehalten. Und die ersten Bilder, die ich gemacht habe, sind halt Bilder, die halt im Fußballstadion entstanden sind. Ich war halt immer von der Atmosphäre und von den Menschen in der Fankurve sehr begeistert und habe halt beim Fußball halt quasi meine ersten Bilder gemacht. Habe als Kind halt angefangen, analog zu fotografieren. Aber dann später irgendwie so mit so um die 10 halt die Spiegelreflexkamera von meinem Vater damals immer erstmal so heimlich gekloppt und hat dann halt immer gesagt, ja Gerrit, Blende 5,66 wird immer was. Naja, und dann habe ich das halt für alles benutzt. Wenn jetzt die Sonne schien, wenn es irgendwie bewölkter war, dunkel war, habe halt immer diese scheiß Standardeinstellung gemacht. So, und deswegen waren die meisten, die ersten 50 Filme irgendwie immer zu hell oder zu dunkel. Naja, und irgendwann dann mit so 12, 13 habe ich angefangen, ein eigenes Fußballheft zu machen, ein sogenanntes Fanzine. Fanzine hat den Ursprung halt aus der Punkbewegung Ende der 70er. Und habe dann selber so ein Fanzine gemacht mit 50 Heften, selber kopiert dann am Kopierer meiner Mutter, habe dann alle 50 Hefte verkauft. Naja, und dann irgendwie 2, 3 Jahre später, dann die 7. Ausgabe hat sich fast 700 Mal verkauft, dann war ich knapp 16 so. Kam dann an den Presseausweis und natürlich ist dann halt der Traum immer weiter halt dann gereift, die Bilder von den Dingen, die ich halt erlebe, einfach nach außen zu senden, Menschen damit so zu erreichen. Und so hat sich diese Geschichte halt immer weiter entwickelt. Mein ständiger Begleiter ist halt mein Fotoapparat und dokumentiere halt quasi das, was ich sehe und was ich erlebe und kann halt Bilder verkaufen, habe Ausstellungen, lerne dadurch halt Menschen kennen. Ist für mich halt das schönste Leben, wie ich es eigentlich führen kann. Hier auch schön Jubel und das Mädchen weint. Geiler Typ. Ich sehe mich schon halt irgendwie so als ein Träumer an. Mein Traum war es früher immer, ein Buch zu machen, mit dem Buch viele Menschen so zu erreichen. Und das ist mir ja damals mit den Dancing Shoes halt geglückt. Die Ausstellung mit den Dancing Shoes ist tatsächlich halt so um die ganze Welt halt gegangen mit dem Goethe-Institut und hing dann halt in Sao Paulo, in Rio, in London, in Prag, in Novosibirsk, Santiago de Chile. Und das Cover und das Titelbild der Serie ist ein Schuh von der Rockband The Kills. Sie performte damals in einem goldenen Schuh, der auf der einen Seite sehr glänzte, steht so ein bisschen Rock'n'Roll, Glanz, Glamour, auf der anderen Seite aber schon sehr abgenutzt, dreckig und grau halt so war. Dieser Schuh beschreibt für mich am ehesten das, was Rock'n'Roll halt irgendwo so ist. Also Rock'n'Roll hat auf der einen Seite diese intensive Momente, Glamour, aber auch dieses Abgenutzte, dieses Vergängliche, dieses Kaputte. Und ich würde halt so sagen, dass mein Leben halt schon auch so ein Stück weit so ist wie jener goldene Schuh. Das sollte halt diese Momente, dass sie besonders intensiv sind. Und du musst halt einfach diese Balance halt dann in dem halt finden, wenn du halt irgendwie unterwegs bist. Da stehst du mit einer Bühne auf einem Festival, was weiß ich, vor 50, 60.000 Menschen. Also das sind natürlich auch Momente, die erlebt halt nur die Band oder halt nur ganz wenige Leute, die mit so auf der Bühne stehen. Das muss dein Kopf, muss das ja auch irgendwie alles halt verarbeiten. Sondern das Anstrengende und was ich dann halt insofern manchmal hasse, aber einfach dazu gehört, ist halt eben das, dass man, wenn man diese intensive Momente hat, einfach wieder die Balance finden muss, nicht, ja, wie sagt man so, auf die schiefe Bahn halt einfach halt so zu kommen, weil irgendwie dein Kopf kann natürlich auch nicht alles halt so irgendwie verarbeiten. Und ich liebe halt einfach Menschen. Bilder sollen nie da sein, dass ich irgendwie mich über Menschen stellen will oder Menschen bloßstellen will damit, dass ich liebe einfach Menschen. Und man sieht auch bei der Frau auch, wenn sie keine Zähne hat, die lacht aber und ist glücklich. Und das ist ganz wichtig, dass man so meine Bilder sieht, dass ich jemand bin, der Menschen liebt und nicht irgendwie sich über Leute lustig machen möchte. Glücklich kann man, wenn nur dann sein, wenn du dich selber reflektierst, wenn du ehrlich zu dir selber bist und du quasi nackt vorm Spiegel dich hinstellst und sagst, so bin ich nun mal, ja. Und das ist, glaube ich, immer die Grundvoraussetzung. Das sind halt dann auch so Gründe, warum ich dann halt mein Nacktprojekt auf Festivals mache, das Projekt halt Naked Heart,
weil es mir eben darum halt genauso geht, dass es letzten Endes, sehnt sich ja jeder Mensch eigentlich nur halt irgendwie nach halbwegs glücklichen Momenten. Die Sehnsucht ist halt Liebe, man möchte geliebt werden, man möchte so gemocht werden, wie man ist, man möchte für das anerkannt werden, was man ist, was man tut. Man möchte einfach so sein, wie man halt eben wie ist so. Das lässt einen für den Moment wirklich halt all die Sorgen irgendwie so halt so vergessen und lässt einen bestärkt aus sich halt hervorgehen, weil du bist in der Form, bist du einfach nackt, du bist mit anderen zusammen, die auch nackt sind. Und das ist egal, ob du einen großen Schwanz hast, ob du große Titten hast oder nicht, das ist alles scheißegal, es geht einfach nur, der Körper ist ein Körper und das, was dahinter steckt, ist eigentlich immer, ja, die Seele. Man sollte sich so mögen, letzten Endes, wie man ist, so, weil ich glaube, eine andere Möglichkeit hat man ja im Leben gar nicht. Die Fotografie, die ich halt mache, würde ich halt selber bezeichnen als so eine Art dokumentarischer Realismus, weil ich halt einfach das fotografiere, was ich sehe. Ich inszeniere nicht. Für mich ist halt die Technik letzten Endes gar nicht das Entscheidende. Für mich ist einfach immer erstmal wichtig, dass ich einen tollen, aber auch mitunter einen traurigen Moment habe, den ich für mich einfach bildlich festhalte. Und das Analoge fand ich einfach halt immer toll, weil dieses Gefühl zu haben, du legst einen Film ein, Du machst dir mehr Gedanken, was fotografierst du und dieses Abwarten, wenn der Film entwickelt wird und du gehst in den Laden rein und guckst dir die Bilder an und das ist halt einfach diese Werthaltigkeit, wenn du dir das halt dann einfach anguckst. Und noch heute mache ich das mit einer bestimmten analogen Kompaktkamera Fotos zu machen, so, und die Fotos kommen alle in eine Kiste bei mir, beziehungsweise es ist keine Kiste, es ist eine alte Badetasche von meinem Opa von der WM 74. Und die liegt bei mir unterm Bett, da sind, glaube ich, so ca. 150 Filme drin. Alle voll, aber alle noch unentwickelt. Und jede Woche, dass sich so 5 bis 10 Filme entwickeln, kommen ja immer wieder auch neue hinzu und greife einfach immer rein und die Filme sind unbeschriftet. Aber das ist halt für mich halt einfach dieses Spannende und auch das Tolle einfach an diesem Analogen, einfach auch dieser Nervenkitzel zu haben. Ist es was geworden? Es ist nichts geworden. Und das ist für mich quasi schon immer so Photoshop oder so, ist für mich schon so ein Stück weit einfach wie Gott spielen. Das Glück liegt in der Aufmerksamkeit kleiner Dinge und ein Ausgleich für mich ist halt immer, dass ich halt irgendwie Ballons in den Baum aufhänge oder halt irgendwie in die Schilflandschaft am Rhein gelegen. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter und man sieht halt einfach diese Ballons quasi halt leuchten. Das mag für andere kitschig, poesievoll sein, ist auch völlig okay. Mir gibt es was, meine Seele berührt es und sehe dann auch wieder halt, Glück kann so einfach sein. Es liegt einfach nur bei dir am Kopf, wie du, was du in Dingen siehst. Und Ballons sind für mich halt da einfach ganz wichtig, weil das halt einfach mich halt berührt und mich immer wieder erdet und mich vielleicht auch wieder so ein Stück weit halt dazu einigt, weiter zu träumen. So. Und dafür sind halt Ballons für mich halt so ein wichtiger Ruhepol für die Seele. Niemand auf der Welt weiß nun mal, woher wir kommen und wohin auch unsere Reise geht. So, und das ist sehr weit ausgeholt, aber letztens ist es halt das Simple, worum es halt eigentlich im Leben geht. Keiner weiß, warum wir hier sind und was passiert irgendwie nach dem Tod. Im letzten Endes sitzen wir, finde ich, da alle im gleichen Boot, weil wir alle irgendwo so gleich unwissend sind. Und insofern sind wir alle irgendwo so auch wiederum so von der gleichen Ebene. Und da gibt es natürlich viele, die halt dann Gerrit, 27 Jahre jung und arbeite halt als Fotograf.